die Berechnung der Positionen, und ich gehe jetzt hier einfach mal mit Abbruch raus, die Berechnung der Positionen passiert, das hatte ich gesagt, je Anschlag, je Material, je Teilung. Und wie das berechnet wird, würde ich Ihnen ganz gerne mal zeigen. Was wir dafür machen, ist, wir gehen auf das Register Berechnung und ich gehe dafür auf die Positionen und werde als allererstes mal mir das Gewerk hernehmen, Gewerke-Combo-Box, ganz oben, in dem meine Fenster- und Terrassentüren geführt werden. So, innerhalb dieses Gewerkes Fenster, Terrassentüren habe ich jetzt meine unterschiedlichen Gruppen. Und wenn Sie hinschauen, sehen Sie, dass Sie bei den Gruppen, wo Sie schon am Gruppennamen erkennen, dass dort die Fenster- und Türelemente gerechnet werden, dass da hier in der Spalte bei zwischen dem Kurztext und dem Langtext ein Ja zu erkennen ist. Was das soll, sage ich gleich. Ich gehe einfach mal als Anfang auf die Kunststofffenster und Türen. Sie sehen also, das ist eine Gruppe, in der Fenster- und Türelemente sind. Und wir sehen, wir haben jetzt in dem Gewerk Fenster- und Terrassentüren in der Gruppe Kunststofffenster und Türen einflügig hier in unserer Positionsliste ersichtlich eine ganze Menge an Fenstern, und zwar eben an einflüglichen Kunststofffenstern. Sie sehen es am Kurztext, wenn wir ein Stückchen runterscrollen, da kommen dann irgendwann einflüglig mehrteilig und es kommen Terrassentüren und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Gruppenstruktur, die aussagt Kunststofffenster und Terrassentüren einflüglich, ist strukturiert nach der Flüglichkeit, nicht nach der Teilung. Das heißt also, ein zweiteiliges, einflügliches Fenster oder eine zweiteilig einflüglige Terrassentür finden Sie eben in der Gruppe Kunststofffenster und Türen einflüglich, wenn es sich um ein Kunststofffenster handelt, oder eben im Pendant dazu in der Gruppe Holzfenster und Türen einflüglig, wenn es sich um ein Holzfenster handelt. Was wir damit gleichzeitig feststellen, ist eins: Es gibt jede Bauelementgröße bei den Fenstern und Terrassentüren jeweils einmal in Kunststoff und einmal in Holz. Der Hintergrund an der Stelle ganz einfach ist, dass die Preisbildungsmatrix, die durchaus über eine Sinuskurve abbildbar ist, nicht zwingend gleich ist zwischen Kunststoff und Holz. Hintergrund: bei vielen Firmen sind es auch unterschiedliche Hersteller. Und das ist einfach der Grund, dass nach diesen zwei Hauptmaterialien, eben nach Kunststoff und nach Holz, die Elemente einzeln verwendet werden, sowohl von der Organisation in der Gruppe, eben erkennbar an Holz und Kunststoff, als auch natürlich von der Preispflege. Das heißt also, ich habe für jede Bauelementegröße je Anschlag, je Kunststoff und je Holz jeweils entsprechend einen Basispreis. Diese Elemente, von denen wir hier schon mal die Kurztexte sehen, werden, wenn ich auf das Register Berechnung gehe, berechnet über, und Sie sehen das hier oben, über eine Größenprüfung. Das heißt also, es gibt hier momentan sichtbar einen Bereich, der heißt Breite, einen Bereich Höhe, und oben drüber sehen Sie, wenn Sie es wahrnehmen, dass die Positionsberechnung über Gruppenlogiken läuft, und zwar hier über die Gruppenlogik Holzfenster und Terrassentüren einflüglich. Und dass das, was eben die Berechnungsgrundlage ist, die Prüfung der Breite und der Höhe, hier 63,5 auf 1,63 Meter ist. Würde bedeuten, wenn ich auf Kunststoffschiebetüren einfach mal gehe, dann sehen wir, dass die Anzeige jetzt eben hier lautet über Gruppenlogiken, über die Gruppenlogik Kunststoffschiebetüren, und die Größe ist wieder eingetragen. Das heißt also, die Berechnung dieser Bauelemente hier, Fenster- und Terrassentüren, erfolgt über etwas, was wir in der Kalkulation Gruppenlogik nennen. Wir schauen uns das sofort an und hier nochmal kurz die Combo-Box für die Auswahl der Gruppen aufgemacht, und genau diese Gruppenlogikverwendung ist das, was Sie hier an diesem Ja in dieser Spalte sehen können. Das heißt also, die Überschrift dieser Spalte lautet Gruppenlogik, und das, was Ja bedeutet, ist, diese Positionen, die in dieser Gruppe stehen, werden über Gruppenlogiken
berechnet. Das heißt also, überall dort, wo wir Elemente haben, das heißt also, die Berechnung ist ein Stück je Größe, erfolgt dies entsprechend hier über die Gruppenlogiken. Ich mache dafür ganz einfach eins. Ich gehe einmal auf die Schaltfläche für Gruppen und wechsle damit automatisch von der Position in die Gruppe, in den Gruppendialog, in dem eben diese Position geführt wird. Wir sind im Gewerk Fenster, Terrassentüren. Wir sehen hier jetzt auch die Gruppenüberschrift mit unseren Gruppenlogiken und sehen halt hier Holz, Fenster, Terrassentüren einflügig, zweiflügig, dreiflügig, Schiebetüren und feststehend und halt die gleiche Anzahl an Gruppen nochmal für die Pendants im Kunststoffbereich. Im Gruppendialog haben wir jetzt rechts im Register allgemein eine Einstellung, wo wir sehen, aha, hier wird geprüft auf Bauteil 1 Terrassentüren, Bauteil 2 Fenster. Es ist so, dass es alle Geschosse betrifft und wir sehen bei Maß 1 und bei Maß 2 ist jeweils ein Häkchen drin. Und wenn wir uns die grünen Hilfetexte durchlesen, dann sehen wir Maß 1 und Maß 2. Maß 1 ist die Breite, Maß 2 ist die Höhe. Das heißt also, das ist das, was wir uns gerade im Positionsdialog im Register Berechnung angesehen haben mit der Größenprüfung. Das, was ich vorgelesen hatte, war 63,5 mal 1,63 Meter. Das heißt also, weil hier diese Häkchen drin sind, wird einmal auf Maß 1, einmal auf Maß 2, das heißt auf Breite und auf Höhe, entsprechend geprüft. Für diejenigen, die jetzt sagen, was wäre an der Stelle Maß 3? Maß 3 wäre an der Stelle die Stärke der Wand, in der dieses Fenster oder diese Terrassentür gesetzt ist, was zum Beispiel bei Kellerfenstern relevant sein könnte, wenn es sich zum Beispiel bei Fertigbetonwänden um Zargenfenster handelt, aber wie gesagt für normale Fenster und Terrassentüren, die ohne Montagerahmen auskommen, in der Regel nicht relevant, deswegen eben nur Maß 1, Maß 2, die Prüfung auf Breite und Höhe. Diese Berechnungen hier sind die sogenannten Gruppenlogiken. Wir haben hier oben, wenn wir auf die Eigenschaftsfilter gehen, einmal einen Bereich, der heißt Eigenschaftsfilter 1, einen, der heißt Eigenschaftsfilter 2. Wir sehen, von diesen Eigenschaften sind einige mit Text versehen, das heißt, das sind Eigenschaften, die hier vorhanden sind, auf die geprüft werden könnte. Und wir sehen in zwei dieser Bereiche, und zwar einmal im Anschlag und einmal im Material, ist hier in diesen Feldern eine Anzeige von Zahlenwerten drin. Das heißt also, hier wird eben auf Eigenschaften gefiltert. Jetzt ist es so, wenn wir links die Gruppen weiterklicken, dann sehen wir, dass sich das, was an Zahlenwerten hier drin steht, in E2 verändert. Wenn ich innerhalb der Kunststoffbereiche weiterklicke, wenn ich auf die Holzbereiche klicke, sehe ich, dass dann eben sich das, was in E6 steht, verändert. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt dahinter Schaltflächen, wo Sie einfach draufklicken können, wo für Sie die Übersetzung da ist. Und dann sehen wir, aha, bei Kunststofffenstern und Türen einflüglich wird geprüft, dass überraschenderweise die Eigenschaft eben hier bei Anschlag einflüglich ist. Ne? Bei der Variante für zweiflügelige wird darauf geprüft, dass das Ganze zweiflügelig ist. Bei Schiebetüren wird auf Schiebetüren geprüft, bei feststehend wird auf feststehend geprüft. Das heißt also, diese Prüfung des Anschlages führt dazu, dass in diese Gruppe Kunststofffenster und Terrassentüren zweiflügelig nur Elemente reinlaufen, die in dem Falle über die Eigenschaft, welche aus der Planung verwendet wird, nämlich hier zweiflügelig verfügen. Bedeutet also, dass eben diese Einstellung hier in der Planung, die, wir hatten uns das in dem Video, ne, Planen von Fenster und Terrassentüren allgemein schon angeguckt, dass eben hier diese Auswahl unter Flügel zweiteilig fest, zweiteilig einflüglig und so weiter und so fort, eben genau das ist, was dazu führt, dass das Fenster oder Terrassentür in der Kalkulation in die richtige Gruppe momentan im Bereich Anschlag einsortiert wird. Das heißt also, alle Fenster, die Eigenschaft einflüglich haben, laufen in die Gruppen mit einflüglich, alle, die zweiflüglich haben, in zweiflüglich und so weiter und so fort. Das ist eben genau diese Einstellung, die Sie hier in der Planung
bei der Auswahl der Fenster bereits vornehmen. Die Eigenschaft 6, in der wir sehen, da sind ebenfalls Zahlenwerte drin, wir können auch hier auf die Übersetzung klicken, ist in dem Falle das Material. Das heißt also, das, was wir hier eingestellt haben, ist, dass in diese Gruppe Kunststofffenster und Terrassentüren zweiflügelig alle die Elemente einsortiert werden, die vom Material entweder Kunststoff oder kunststofffarbig oder Kunststoffholznachbildung einseitig oder Kunststoffholznachbildung zweiseitig sind. Das bedeutet also, unabhängig davon, Anführungszeichen, welche konkrete Ausprägung des Kunststoffes das Kunststofffenster hat, wenn es in irgendeinem Kunststoff geplant ist, wird erstmal das Element in der Gruppe mit den geplanten Anschlägen im Material Kunststoff berechnet und, wie gesagt, das Ganze geprüft, das hatten wir auf der Position schon gesehen, nach hier Maß 1, Maß 2, das heißt also nach Breite und nach Höhe. Und wenn wir uns das Ganze bei den Holzfenstern nochmal anschauen und dort gucken, dann sehen wir natürlich, es sind genau die anderen Materialien. Das heißt also, wenn irgendein Holzmaterial für die Planung verwendet wurde, Fichte, Holz, Alu, Lärche, Holz ohne Endbehandlung, dann wird eben das Element in der Gruppe Holz berechnet, je nach dem Anschlag, mit dem es geplant worden ist, und zwar entsprechend in der Größe, in der es geplant worden ist. Bei Größe, in der es geplant worden ist, darf ich nochmal ganz kurz daran erinnern, dass eben hier zu berücksichtigen ist, wenn Fenster durch Dächer zum Beispiel abgeschrägt werden. Wir hatten hier beispielhaft mal ein Fenster durch einen sehr, sehr niedrigen Kniestock begrenzen lassen oder ein Fenster so nah an eine Dachschräge rangeschoben, dass es schräg begrenzt worden ist. Das, was die Berechnung der Größe ausmacht, ist immer die Fenstergröße mit den Maßen, wie es entweder hier in der Planungsdatenbank hinterlegt oder wenn die freie Eingabe verwendet worden ist, wie eben diese Größe hier eingegeben wurde. Und danach wird dann entsprechend die einzelne Position mit den jeweiligen Mengen versorgt. Bedeutet, die Fenster und die Terrassentür werden nach diesen Gruppenlogiken berechnet. Wenn ich Ihnen die Gruppenlogik vielleicht noch einmal grundsätzlich erläutern wollte, dann würde ich sagen, stellen Sie sich bitte vor, es gibt einen langen Gang mit ganz vielen Türen und in diesen langen Gang kommen aus der Planung die ganzen geplanten Massen und Mengen reingelaufen und wuseln wild auf diesem Gang rum und an jeder von diesen Türen, Tür ist gleich Gruppe, steht jemand und stellt diesen rumwuselnden Massen und Mengen Fragen. Und diese Fragen sind eben genau diese Eigenschaftsfilter, die wir uns hier angeguckt haben. Das heißt also, die erste Frage bei der Gruppe Kunststofffenster und Türen einflüglig, die gestellt werden würde, sehen wir hier vorne im Register allgemein. Die würde lauten, bist du eine Terrassentür oder bist du ein Fenster? Und alle Planungselemente, alle Massen und Mengen aus der Planung, die keine Fenster und Terrassentüren sind, die laufen weiter und alle diejenigen, die die Fragen bis hierhin mit Ja beantworten konnten, nämlich alle Terrassentüren und Fenster, bleiben stehen und sagen, jo, wir sind Fenster oder Terrassentüren. Die nächste Frage, die diese Gruppenlogik stellen würde, wäre im Bereich Anschlag, seid ihr einflüglig? Und damit bleiben eben nur noch die stehen, die sagen, wir sind Fenster, wir sind Terrassen oder Terrassentüren und wir sind einflüglig. Alle anderen laufen irgendwo den Gang lustig weiter. Die nächste Frage, die kommt, seid ihr entweder aus Kunststoff oder aus kunststofffarbig oder aus Kunststoffholznachbildung einseitig oder Kunststoffholznachbildung zweiseitig? Was Sie gerade merken ist, diese Fragen sind immer oder Verknüpfung. Bist du das oder das? Bist du Fenster oder Terrassentür? Bist du Kunststoff oder kunststofffarbig? So, und in dem Moment, wenn ich diese Fragen ebenfalls beantwortet habe, stehen vor meiner Tür nur mehr Kunststofffenster der verschiedensten Kunststoffvarianten oder Terrassentüren, die einflüglich sind. So, und wenn es keine weiteren Eigenschaftsprüfungen mehr gibt,
dann ist es so, dass ich eben hier damit fertig bin. Das heißt also, um einfach mal in diesem Sprechmuster zu bleiben, damit sagen wir, und jetzt machen wir die Tür auf und lassen alle Massen und Mengen in den Raum rein durch die Tür. Das heißt also, alle diese Elemente, die diese Fragen mit Ja beantworten konnten, sind jetzt in unserer Gruppe, in SP, sind in diesem Raum. Um in der Denkweise zu bleiben, könnte ich Ihnen an der Stelle die Frage stellen, wenn diese Elemente jetzt in dieser Gruppe, sprich in diesem Raum sind, wo sind sie dann nicht mehr? Und die Antwort würde lauten, sie sind nicht mehr auf dem Gang. Und das ist der Grund, warum Gruppenlogiken eindeutig sein müssen, weil wenn diese Elemente an der ersten Tür eben alle Fragen mit Ja beantworten können und dann eben in diese Gruppe reingehen, kriegen es die es nicht mehr mit, wenn irgendwo wesentlich weiter hinter einer anderen Tür eventuell ebenfalls noch alle Fragen mit Ja beantwortet werden könnten. Deswegen im Gruppendialog werden automatisch diese hinterlegten Gruppenlogiken auf Eindeutigkeit geprüft. So. Herzlichen Glückwunsch, was wir jetzt schon gelernt haben, ist, wie bekomme ich die Elemente in meine Gruppe. Das heißt also hier in unserer Gruppe Kunststoff, Fenster und Terrassentüren einflüglig. Das heißt also einfach nur dadurch, dass ich einstelle, welche Bauelemente, die Eigenschaftsprüfung einstelle und dran denke, es darf eindeutig sein. Wenn ich dann meine Elemente in meiner Gruppe habe, dann ist es so, wir hatten uns das bei Berechnungen schon angeschaut, dann wird hier auf Größen geprüft. Das heißt also, ein Bauelement, was 1,1 Meter auf 0,63,5 ist, prüft halt hier auf Breite und auf Höhe. Und die Bauelemente sortieren sich automatisch in die richtige Position ein, die über diese Größe verfügt. Das heißt, in unserer Metapher Raum geblieben, die Massen und Mengen sind jetzt im Raum, wuseln rum und gehen zu jedem einzelnen Stuhl, einem nach dem anderen, immer oben beginnend, und sagen zum Stuhl, wie groß bist du denn? So, und dann sagt der Stuhl, ich bin 63,5 breit und bin 63,5 hoch. Wenn das Element in der Planungsgröße dort übereinstimmt, setzt es sich genau auf den Stuhl. Fertig. Wenn das Element mit dieser Größe nicht übereinstimmt, geht es zum nächsten Stuhl in Spe, zur nächsten Position und fragt, wie groß bist du? Vergleicht wieder die Größe mit dem Element und so weiter und so fort. Jetzt könnte es sein, dass es keinen Stuhl, keine Position in dieser Größe gäbe. Dann passiert eins. Das Element sucht eine nächstgrößere Position. Und zwar eine Position, die eben in allen Maßen, in denen sie geprüft wird, entweder gleich groß oder größer ist. Dann sortiert sich das Element in diese Position ein, ins B, setzt sich auf diesen Stuhl. Und es passiert eins im Ereignisprotokoll. Erscheint eine Meldung, in der diese Position sagt, ich bin in der Größe XY geplant, habe aber keine Position gefunden, die dieser Größe entspricht und habe mich deswegen in die Größe Z eingetragen. Das sind die Meldungen, die im Ereignisprotokoll stehen. Das heißt also, diese Positionen, die über diese Gruppenlogiken einsortiert werden und in einer anderen Größe berechnet werden, melden sich quasi und werden entsprechend im Ereignisprotokoll damit angezeigt. Wenn es jetzt so sein sollte, dass es keine nächstgrößere Position gibt, dann wird in einem anderen Schweregrad ebenfalls im Ereignisprotokoll automatisch ausgewiesen. Es ist ein Element in der Größe XY im Material und der Ausprägung Z geplant worden und es ist nicht kalkuliert worden. Das heißt also, wenn derartige Meldungen auftreten sollten, dann wissen Sie, okay, es gibt in dieser Gruppe, in der ich dieses Element, weil es einflüglig ist, einsortiert habe, kein Element, was in Breite und in Höhe mindestens gleich groß oder größer ist. Das ist bei der Struktur, wie wir die Branchenmodelle aufgebaut haben, recht unwahrscheinlich, dass es eintritt. Könnte aber zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie sehen, dass hier anhand der Höhe der Elemente, dass die maximalste Höhe, die wir haben, 238,5 ist, könnte also entsprechend dann eintreten, wenn Sie sagen, ich habe 251
hohe Elemente geplant. Und dann wäre das To-Do, was Sie gemeinsam mit Ihrem Coach hätten, dass Sie eben hier entweder Elemente ergänzen in der Größe 251 oder eben vielleicht einfach aus den 238 5 251er machen. Dort gibt es natürlich in der Anpassung verschiedene Möglichkeiten. Bedeutet also, die Berechnung der Bauelemente über die Gruppenlogiken nach der Prüfung von Material und Anschlag inklusive der Einsortierung hier nach der Breite und der Höhe, das ist das, was diese Berechnungsmatrix der Fenster und Terrassentüren innerhalb von Kunststoff und Holz als Basis erst einmal ausmacht.